Ich bin Claudia von Chillieu von Frauentouren. Ich recherchiere zur Frauengeschichte und vermittle das vor allen Dingen bei Führungen, aber auch in Vorträgen, Publikationen und Ausstellungen. 1991 wurde ich gefragt, ob ich eine Stadtführung zu Rosa Luxemburg machen kann, so unter dem Gesichtspunkt, ich mache ja Frauenführung und Rosa Luxemburg war ja auch eine Frau. Jetzt zum 150. Geburtstag gibt es von mir einen biografischen Stadtführer zu Rosa Luxemburg in Berlin. Ich stehe hier vor dem Reichstag, der ja auch zu Rosa Luxemburgs Zeiten für die SPD schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Andere führende Sozialdemokraten waren alle Reichstagsabgeordnete, aber Rosa Luxemburg als Frau war ja davon politisch ausgegrenzt. Erst mit der Revolution 1918 haben die Frauen sich das Wahlrecht erkämpft. Am 19. Januar 1919 durften sie dann zum ersten Mal auch wählen für den Reichstag und kandidieren. Aber Rosa Luxemburg hat das nicht mehr erlebt. Sie ist 4 Tage vorher, am 15. Januar 1919, von politischen Feinden ermordet worden. Bis 1908 der Reichstag erstmals ein Reichsvereinsgesetz beschlossen hat und damit alle Ländervereinsgesetze aufgehoben waren, bestand in den meisten Ländern in Deutschland sogar ein Politikverbot für Frauen. Das heißt, sie durften sich nicht politisch organisieren, sie durften nicht mal an politischen Versammlungen teilnehmen. Ja, da fragen wir uns, wie war das denn möglich, dass Rosa Luxemburg als Rednerin berühmt wurde? Das hat sie Emma Ihrer zu verdanken. Die hat 1890 es geschafft, zu einer Audienz beim preußischen Innenminister vorgelassen zu werden. Emma Ihrer war eine der führenden Frauen der Arbeiterinnenbewegung und sie hat bei ihm durchgesetzt, dass Frauen zumindest zur Volksversammlung zugelassen werden. Und die SPD hat dann ihre Veranstaltung eben nicht als Sozialdemokratie einberufen, sondern die eben als Volksversammlung deklariert, damit Frauen ermöglicht, dass sie teilnehmen können und eben auch Rosa Luxemburg und andere Frauen als Rednerin auftreten konnten. Rosa Luxemburg war sehr gefragt. Sie ist überall in Deutschland eingeladen worden als Rednerin. Und einer, der sie immer wieder eingeladen hat nach Breslau, das war Paul Löbe. Nachdem ist hier das Nachbargebäude am Reichstag benannt und da werden wir uns jetzt hinbegeben. Ja, das von einer Station zur anderen bewegen bei einer Stadtführung ist dafür, dass es verarbeitet werden kann, was ich gerade gesagt habe, dass die Menschen überlegen können, ob sie noch Fragen haben. Und es ist auch einfach, ja, mal zu entspannen. Man muss nicht die ganze Zeit so ganz konzentriert zuhören. Paul Löbe war Reichstagspräsident in der Weimarer Republik. Deshalb wurde ihm zu Ehren dieses neue Gebäude neben dem Reichstag benannt. Er war auch schon im Kaiserreich, also zu Rosa Luxemburgs Zeiten, Reichstagsabgeordnete und zu seinen Wahlkampfveranstaltungen hat er gerne Rosa Luxemburg als Rednerin engagiert. Sie hat also mit ihren Reden dazu beigetragen, dass er in den Reichstag einziehen konnte. Und ja, auch bei anderen Männern hat sie dazu beigetragen, weil die Frauen waren ja vom Wahlrecht ausgeschlossen. Und eigentlich gab es ja auch das Politikverbot für Frauen. Aber das wurde in Wahlkampfzeiten extra aufgehoben. Also Frauen war eigentlich verboten, Politik zu machen, aber als Wahlkampfhelferin waren sie den Männerparteien herzlich willkommen. Die SPD war die einzige Partei, die in ihrem Grundsatzprogramm ab 1891 die Gleichberechtigung verankert hatte und auch das Wahlrecht für Frauen gefordert hat. Aber der Parteialltag sah völlig anders aus. Rosa Luxemburg wurde 1898, wenige Wochen nachdem sie in Deutschland angekommen war, Chefredakteurin der Sächsischen Arbeiterzeitung. Das war eine der größten Tageszeitungen der SPD mit einer Auflage von mehr als 100.000. Das war also erstmals, dass eine Frau überhaupt in eine solche Position gekommen ist.
dem Vorstand, der sie da eingesetzt hat, wurde Unterrockspolitik vorgeworfen. Also ganz klar, die Aussage, eine Frau gehört da nicht hin. Und die Redakteure, die sich jetzt ja als Chefin eine Frau akzeptieren mussten, die haben permanent dagegen revoltiert, dass sie an ihren Artikeln rumkritisiert, ihr nichts gut genug ist. Aber das genau ist ja die Funktion einer Chefredakteurin. Rosa Luxemburg hat es schließlich selber nach wenigen Monaten den Posten niedergelegt, weil ihr also diese Alltagsquerelen auch zu viel wurden. Ganz alltäglich war auch für die Frauen auf Versammlungen, Parteizusammenkünften und selbst auf den Parteitagen, dass sie sich sexistische Bemerkungen anhören mussten. In den Protokollen kann man das sehr schön nachlesen. 1899, auf einem der ersten Parteitage der SPD, an denen Rosa Luxemburg als Delegierte teilnahm, hat der Parteisekretär, also eine der gehobenen Funktionäre, Ignaz Auer, nach den kämpferischen Auftritten von Rosa Luxemburg und Clara Zetkin in seiner Rede erklärt: Wohin soll es führen, wenn wir solche Reden hören von Vertreterinnen des Geschlechts, das angeblich das Unterdrückte ist? Was soll das erst einmal werden, wenn das frei und gleichberechtigt ist? Ja, und wie haben die männlichen Delegierten reagiert? Sie haben Beifall geklatscht und haben köstlich gelacht. Rosa Luxemburg hat das selber kommentiert und dieses wunderschöne Zitat gehört zu denen, die am Rosa-Luxemburg-Platz in den Boden eingelassen sind. Ich dachte mir damals, dass die Venus von Milo am Ende nur deshalb ihre Reputation als schönste der Frauen durch die Jahrhunderte hat bewahren können, weil sie schweigt. Also eine Frau muss schön sein und den Mund halten, dann sind die Männer zufrieden mit ihr. Wir sind jetzt im Tiergarten, der direkt ans Regierungsviertel angrenzt. Und dort war auch die erste Unterkunft ganz in der Nähe vom Tiergarten, als Rosa Luxemburg 1898 nach Berlin kam. Das Haus steht leider nicht mehr. Sie kam aus Zürich, wo sie studiert hat, damals die einzige Möglichkeit für Frauen in Europa. Sie hat ihren Doktor in Nationalökonomie gemacht und war hier ja als Frau Dr. Rosa Luxemburg eine ja absolute Sensation. Auch als Ausnahme eine Frau, die es ja in die Spitzen der Sozialdemokratie gebracht hat und die als Theoretikerin bis heute weltweit Anerkennung genießt. Damit ist sie auch ein Vorbild für die Frauen geworden. Ja, sie hasste Berlin, also nur um was zu erreichen, um Einfluss zu nehmen, etwas zu bewirken, ist sie hierher gekommen. Es war ihr zu hektisch, zu aggressiv, zu laut. Ja, deshalb hat sie die Tiergartennähe gesucht und ist jeden Tag hier auch spazieren gegangen. Und wenn sie nach Hause kam, hat sie an Leo Jogisches, ihren Freund, der zunächst noch in der Schweiz geblieben war, in Zürich, einen Brief geschrieben. Und dann drückt sie ihre Sehnsucht aus. Sie hat im Tiergarten Kindermädchen aus den vornehmen Villen hier rundherum gesehen, die mit den kleinen Kindern spazieren gingen. Und sie fragt Leo Jogisches, wann werde endlich ich ein kleines Bobo haben können? Die Gegenbriefe von Leo Jogisches sind nicht erhalten. Er muss aber offenbar nicht sehr begeistert davon gewesen sein, weil sie schreibt dann im nächsten Brief, werde ich denn nie
ein Kind haben können. Also Leo Gysches war offenbar der Auffassung, man kann entweder Politik machen oder Familie haben, alles miteinander zu vereinbaren, das geht nicht. Aber Rosa Luxemburg hatte diesen Ganzheitsanspruch, sie wollte alles leben. Und nach Luise Kautsky, ihrer engsten Freundin, war sie auch eine sehr gute Hausfrau. Ein Bild, was man mit ihr, der Revolutionären, vielleicht nicht unbedingt verbindet. Sie soll sogar Sofakissen bestickt haben. Und für Kostja Zetkin, den Nachfolger von Leo Jogisches, also mit dem sie auch eine Liebesbeziehung hatte, das schreibt sie selber dann in ihren Briefen, kocht sie Marmelade. Ja, mit den Männern, mit ihren freien Liebesbeziehungen hat es nicht so geklappt in ihrem Leben. Die sind gescheitert, die waren alle nicht von Dauer. Aber die Freundschaften mit den Frauen, die hielten ein Leben lang. Und eine solche Freundschaft werden wir gleich an der nächsten Station kennenlernen. Wir stehen hier an der Dorotheenstraße, die bis 1995 nach Clara Zetkin benannt war. Clara Zetkin war eine enge Freundin von Rosa Luxemburg und eine ihrer wichtigsten politischen Mitstreiterinnen. 1995 wurde die Clara Zetkin-Straße nach der Kurfürstin Dorothea zurückbenannt. Die unabhängige Straßennamenkommission, die nach dem Mauerfall eingesetzt wurde, hat festgestellt, Clara Zetkin hat einen wichtigen Beitrag im Kampf für die Gleichberechtigung geleistet, aber das wiegt nicht auf, dass sie Kommunistin war. Die Frage ist, was ist das für ein Demokratieverständnis, eine Kurfürstin, eine preußische und eben eine Friedenskämpferin, eine Frau, die sich gegen Krieg engagiert. Und so weiter. Rosa Luxemburg wird vorgeworfen, dass sie sich anders als Clara Zetkin nicht für die Gleichberechtigung und in der Frauenbewegung engagiert habe. Sie hat auch erklärt, immer wieder, sie verstehe nichts von der Frauenfrage. Sie hatte eben einfach die Angst und dachte, sie würde nicht mehr ernst genommen mit ihren allgemeinpolitischen und ökonomischen Themen. Wenn sie sich zur Frauenfrage äußert, sie wollte sich nicht in die Frauenecke abschieben lassen. Das ist bis heute ein Problem für Politikerinnen. Es hat eine Umfrage gegeben unter Bundestagsabgeordneten, unter Weiblichen aus allen Fraktionen. Und die haben alle der Bank nach durch erklärt, dass wenn die zu radikal feministisch auftreten, die Männer zu sehr triezen mit Frauenthemen, dass sie dann kaum eine Chance haben, bei den nächsten Wahlen von ihren Parteien wieder aufgestellt zu werden. Am besten, sie profilieren sich eben auch in anderen politischen Feldern. Es ist aber keineswegs so gewesen, dass für Rosa Luxemburg die Frauenfrage keine Bedeutung hatte. Im Gegenteil, sie hat in der Gleichheit, wo Clara Zetkin Chefredakteurin war, über Frauenthemen geschrieben. Sie hat zum Politikverbot gegen Frauen, als das aufgehoben wurde, das begrüßt. Sie hat zum Internationalen Frauentag geschrieben und sie hat sich auch für das Wahlrecht der Frauen eingesetzt. Als Dozentin an der Parteischule der SPD hat sie sich besonders um die Schülerinnen bemüht. Die hat sie privat zu sich zu Hause eingeladen und noch mit denen extra Debatten geführt. Rosa Luxemburg hat ganz große Hoffnung auf die Arbeiterinnen, auf die Frauen gesetzt, gerade dadurch, dass sie so lange ausgegrenzt waren aus dem Politikbetrieb. War das anders als bei den SPD-Männern und auch den Gewerkschaften? Die haben sich mehr und mehr in dieses patriarchale, kapitalistische System angepasst, sich integrieren lassen.
die Frauen waren für sie diejenigen, die die Massenbewegung, die sie jenseits von Parteien und Organisationen für notwendig gehalten hat, von unten, um politische gesellschaftliche Veränderungen durchzuführen. Und das ist etwas, woran Feministinnen heute anknüpfen, an diese politisch-theoretischen Strategien von Rosa Luxemburg gegen das Patriarchat, was wir ja leider immer noch haben. Und das ist auch der Grund, warum ich eine Führung zu Rosa Luxemburg mache seit vielen Jahrzehnten, dass ich auch das Buch geschrieben habe über Rosa Luxemburgs Wirken in Berlin, weil sie für uns so aktuell ist und gerade auch wir Frauen für unsere Befreiungskämpfe an sie anknüpfen können.